Im Zuge eines Events auf Reddit hat Bethesda viele Fanfragen beantwortet und da haben Jeff Gardner und Pete Hines Antwort gegeben und da kamen sehr viele interessante Fragen bezüglich Fallout 76, was wir so in Zukunft erwarten können, Brotherhood of Steel, da gibt es Neuigkeiten dazu zum Perk Loadout und andere Dinge, also wirklich der Wahnsinn. Des Weiteren kam natürlich ja auch der aus dem Vault-Artikel raus und wir fassen das Ganze heute mal in diesem News-Video zusammen und Leute, ihr seid, könnt gespannt sein, die Antworten, welche Pete Hines und Jeff Gardner da gegeben haben, Wahnsinn. Da werden sich einige von euch freuen und in diesem Sinne heiße ich euch recht herzlich willkommen, liebe Vault-Bewohner und Ödland-Besucher, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und wie immer gilt die Regel, wenn euch das Video geholfen oder gefallen hat, dann dürft ihr mir ein Däumchen da lassen, natürlich auch ein Abo raushauen und die Glocke aktivieren, so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand und wenn euch was auf dem Herzen liegt, schreibt es mir in die Kommentare, lese ich mir verdammt gerne durch und mit viel Glück ist dein Kommentar sogar im nächsten Video mit dabei. Wir legen jetzt aber erstmal los mit den News aus dem Vault. Und zwar wird der PTS am 30. April wieder geöffnet, denn es soll im Mai ein größeres Update kommen. Und da dürfen natürlich PTS-Mitglieder, also Leute, die auf dem PTS eingeladen wurden, das Update schon mal im Vorfeld zocken und auf Fehler überprüfen und auf Bugs. Und diese dann natürlich an Bethesda melden, damit diese dann diese Fehler beheben können, bevor dieses Update rauskommt. Soll auch ein etwas größeres Update sein. Ich persönlich bin auf jeden Fall gespannt. Es wird dann auch wieder neue Informationen geben zu der Anmeldung. Es war ja so, man konnte sich für den PTS melden und dann wurden Einladungen verschickt an eine, ja, an eine bestimmte Spieleranzahl. Also es hat nicht jeder PTS-Zugang bekommen. Allerdings wird es so laufen, dass man sich erneut dafür bewerben kann. Das heißt, Leute, die jetzt noch keinen PTS-Zugang haben, dürfen sich dann im späteren Verlauf nochmal dafür melden und mit viel Glück bekommen sie dann auch Zugang. Ich denke mal, dass für die Leute, die bereits auf dem PTS spielen können, sich dahingehend nichts ändern wird. So habe ich das zumindest verstanden. Dann gibt es noch bei der legendären Händlerin wieder mal die geheime Auswahl und zwar für etwas günstigere Scheine. Beginn gestern 23. April 18 Uhr und das Ganze endet am 27. April um 18 Uhr. Also wenn ihr noch legendäre Scheine raushauen wollt für geheime Auswahl, dann ab nach Rusty Pick zur legendären Händlerin und let's go. Kommen wir nun zu dem AMA-Event auf Reddit, wo Fans Fragen stellen durften und Pete Hines und Jeff Gardner dann darauf geantwortet haben. Ich habe da mal so ein paar rausgesucht, also alle werde ich jetzt, das waren über 2500 Fragen, die da gestellt wurden, wenn nicht sogar noch ein paar mehr. Und deswegen habe ich mir ein paar interessante Themen rausgepickt und zwar wurde gefragt, wann wir denn mal eine richtige Roadmap sehen werden. Ja, da hat Bethesda darauf geantwortet, sie arbeiten aktuell an einer richtigen Roadmap und sie hoffen, dass sie uns diese dann natürlich auch jetzt bald präsentieren können und diese soll dann natürlich auch das komplette Jahr 2020 abdecken. Aktuell haben wir ja bloß diesen, ja, ich nenne es mal Community-Kalender, so wird das ja momentan von Bethesda deklariert, der ist ja jetzt nicht so prickelnd, also da hoffen wir, dass da auf jeden Fall noch etwas mehr kommen wird. Dann wurde natürlich auch die Frage gestellt bezüglich des Wendigo-Kolossus, wie es da aussieht, weil es ist ja doch eigentlich ein ganz cooler Gegner, aber man möchte ihn doch etwas öfter sehen. Und Bethesda hat gesagt, sie planen momentan an einem Event, welches im Sommer kommen soll. Da soll aber natürlich noch nicht zu viel gespoilert werden. Und das läuft darauf hinaus, dass man im Zuge dieses Events diesen Wendigo-Kolossus öfters sehen kann. Ich persönlich hoffe ja bis heute noch, dass es ein öffentliches Event gibt oder geben könnte, bei welchem man auf diesen Wendigo-Kolossus treffen kann. Ja, weil momentan ist es ja so, dass der Wendigo-Kolossus wirklich so ein Random Encounter ist. Das heißt, du musst bestimmte Stellen auf der Karte nuken und dann musst mit viel Glück erscheint er dort. Und das habe ich ja schon immer kritisiert. Das fand ich nicht so cool, da der Wendigo-Kolossus auf mich durch die Trailer und so immer gewirkt hat wie so eine Alternative zur Queen. Ja, und deswegen hoffe ich, dass sie da irgendwas machen. Ich hoffe es wirklich, dass es ab Sommer, wenn es wahr ist, dass es da vielleicht so eine Art öffentliches Event gibt oder so. Oder dass man ihn gezielt spawnen lassen kann. Fände ich auf jeden Fall extrem geil. Hoffen wir mal, dass da irgendwie irgendwas passiert in der Hinsicht.
Dann wurde natürlich gefragt, wie sieht's eigentlich aus mit der Bruderschaft, also mit der Brotherhood of Steel, ob die denn vielleicht mal irgendwie in Wastelanders nochmal implementiert wird. Und da hat Bethesda dazu gesagt, ja, die Brotherhood of Steel beobachtet das Wasteland von Virginia sehr, sehr nah. Also, so würde man es jetzt übersetzen, sage ich jetzt einfach mal. Let's just say the Brotherhood is now watching the wasteland of West Virginia very closely. Also sie haben ein Auge auf West Virginia geworfen und da freuen sich natürlich viele. Man hofft jetzt natürlich, dass die Brotherhood of Steel auch in Form von NPCs irgendwie in irgendeiner Form in diesem Spiel auftauchen wird, dass man für diese dann vielleicht sogar questen kann. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass sich viele, viele wünschen würden, dass man sich denen dann vielleicht sogar auch anschließen kann, ähnlich wie bei den Siedlern und bei den Raidern. Wobei ich mir das etwas schwierig vorstelle, denn jetzt haben wir ja Wastelanders und wir haben ja die Siedler, wir haben die Raider. Man muss sich für eine Fraktion quasi so ein bisschen entscheiden. Was ich mir aber sehr gut vorstellen könnte, dass die Brotherhood kommen wird. Also das ist... Ich bin davon überzeugt, dass sie früher oder später kommen werden, das definitiv. Also die wären schon ziemlich blöd, wenn sie es nicht machen würden. Und dass man für diese dann eine Questreihe abschließen kann, aber sich ihnen nicht anschließen kann. Ja, ähnlich wie bei der Enklave oder so. Ne? Also denke ich mal schon, dass da irgendwas kommen wird. Hoffen wir es, was denkt ihr dazu oder was haltet ihr davon? Ja, wünscht ihr euch die Brotherhood of Steel zurück? Wollt ihr sie in Form von NPCs haben? Dann schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Würde mich brennend interessieren. Zu guter Letzt haben wir da noch eine Frage gehabt, welche sich darauf bezogen hat, wegen diesen legendären Perk-Karten. Denn es war ja mal im Gespräch schon vor längerer Zeit, dass legendäre Perk-Karten kommen sollen. Und man plant tatsächlich für diesen Sommer legendäre Perk-Karten. Diese Perk-Karten, die sollen dann für Spieler ab Level 50 freigeschalten werden und die sollen sehr, 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 sehr mächtig sein. Und so wie ich das rausgelesen habe, wird es dann wahrscheinlich auch so laufen, ähnlich wie bei Nuclear Winter, dass man doppelte Karten dann irgendwie scrappen kann, um dann irgendwie andere Karten irgendwie hoch zu leveln oder so irgendwie, oder sie noch kräftiger und noch stärker zu machen, noch mächtiger. Ja, natürlich auf Englisch alles, das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn die da mit ihrem Dialekt und so schreiben, das Ganze so wirklich zu verstehen, aber so habe ich das jetzt für mich rausgefiltert und verstanden und da bin ich halt wirklich gespannt, wie dieses System laufen soll. Es soll anscheinend irgendwie dann noch so sein, dass man da noch einen extra Slot bekommt, wo man das reinpacken kann. Und da bin ich sehr gespannt. Was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, wäre dann halt auch dieses Loadout-System, dass man sich quasi eine Perkung abspeichern kann. Beispielsweise, ich mache mir einen automatischen Kommandosoldaten auf automatische Gewehre, mache mir da meine Perks, speichere die ab und dann lösche ich das Ganze und mache mir dann zum Beispiel einen Nahkämpfer und speichere das und kann dann zwischen diesen zwei Bäumen oder wie man das auch nach diesen Skillungen das Ganze dann aufrufen, wie ich das gerade möchte, wie ich da gerade Bock drauf habe. Ja, oder dann zum Beispiel auch einen Heavy Gunner Bild abspeichern und so weiter und kann da zwischendurch switchen, wie es mir gerade beliebt. Wenn ich Bock habe, Nahkampf zu spielen, gehe ich auf mein Nahkämpfer Bild. Wenn ich den Heavy Gunner spielen will, wähle ich einfach schnell meinen Heavy Gunner aus und habe dann die Perks so, wie sie sich quasi gehören und wie ich sie gespeichert habe, direkt vor Ort. Das wäre natürlich auch eine richtig geile Geschichte. Da ist auch etwas in Planung. Wann das natürlich kommt, da konnte man leider nichts dazu sagen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was haltet ihr von dieser Idee? Was könntet ihr euch darunter vorstellen? Legendäre Perk-Karten, Perk-Loadout und so weiter und so fort. Schreibt es mir mal unten rein, teilt mal eure Gedanken zu diesem Thema. Ich bin durch mit den Infos für heute. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken, guten Loot, macht nicht zu viel Blödsinn. Wir sehen uns im nächsten Video. Servusle und ciao.